Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wann immer du zuschaust. Hier sind wir wieder, der Frank. Und die Sabine. Wherever we are. Schön, dass du dabei bist. Ja, ja. Der Frank, der hat heute, wir machen mal ganz neugierig vor dem Trailer. Der Frank hat heute... Jetzt kommt der Trailer. Ich muss anfangen. Der Frank ist so aufgeregt, der möchte dir heute was ganz, ganz Besonderes mitgeben. Was haben rechtsgedrehte Gewürzgurken mit Milchsäure zu tun? Milchsäure. Ja, ich habe gestern, das war natürlich ein Joke, rechtsdrehende Milchsäure bekommen. Die lag bei meinem Nachbarn. Ich hatte eigentlich auf die Abnehmpillen von Ruth gewartet. Aber die liegen auch bei dem und der hatte zwei Pakete. Auf jeden Fall habe ich diese Tropfen bekommen. 20 Tropfen morgens, 20 Tropfen abends in einem Glas Wasser zu den Mahlzeiten. Und mittags. Mittags auch nochmal 20. 3x20. Naja, ich hatte ja im vorhergehenden Video darüber gesprochen, dass es mir unheimlich schlecht geht, dass ich immer so ein permanentes Summen im Körper hatte und irgendwie dadurch war mir irgendwie völlig klar, dass ich also irgendwie völlig übersäuert bin. Kann das sein? Ich meine, wie kommt man da drauf? Und dann kommt man auf so ein Thema, dann sprechen wir darüber. Du sagst hier rechtsdrehende Milchsäure. Ich nehme die gestern Abend, da war es noch so relativ schlimm, also nicht schlimm, aber so, dass ich es noch gespürt habe, dass alles so summt. Und ich nehme das, gehe ins Bett ganz normal, alles cool. Und heute Morgen nehme ich sie wieder, alles weg. Das ganze Summen und dieses Gefühl, übersäuert zu sein, völlig weg. Stellt sich natürlich für mich die Frage, kann ich jetzt so weitermachen, wie ich gemacht habe, immer regelmäßig Alkohol trinken, schlechte Ernährung, wenig Schlaf, wenig Sport. So, und ich nehme das und alles gut. So, jetzt musst du, und eine Frage nochmal kurz, du hattest irgendwas von fermentierten Lebensmitteln gesagt. Ich habe mir natürlich sofort dann, die habe ich jetzt erst eine oder zwei von gegessen, ein Glas Gurken gekauft. Ich glaube, das ist richtig, Gurken dann zu kaufen. Die sind ja so in Essig eingelegt oder so. Ich weiß gar nicht, ob Gurken fermentiert sind. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht weiß das einer unserer Zuschauer. Ja, also aber was auf jeden Fall fermentiert ist, ist Sauerkraut. Sauerkraut, ne? Also das esse ich ja auch sehr gerne. Nur meine Freundin reagiert allergisch auf Kraut. Alle Krautsorten. Dann kriegt die so ein... wie heißt das? So ein Schock, so ein... Histamin. Anaphylaktischen Schock. Dicke Lippe. Dicke Lippen, so dicke, ganz dicke Augen, so. Und, ne? Das und ich hier, einmal... wenn du Pech hast, schwillst es ja auch und die kriegen keine Luft. Ja, kriegst keine Luft mehr. Anaphylaktischen Schock. Ey, da haben wir schon einmal einen Arzt gerufen, ne? Weil so anfangs, als wir zusammen waren, haben wir das nicht so berücksichtigt. Und, sie war beim Chinesen und die Chinesen verwenden ja auch irgendwie so spezielle Gewürze, die sie wohl nicht vertragen hat. Ne? Und dann war die auf einmal völlig im Eimer. Ne? Also Ja, das ist höchstwahrscheinlich das Mononatriumglutamat. Ja. Auch bekannt als. Und am Wochenende haben wir einen Arzt gerufen und der hat also auch ganz ordentlich reagiert darauf, ne? Weil es kommt wohl öfter vor, dass Menschen solche allergischen Schocks kriegen, ne? So allergisch. Ja, na klar. Überall Pusteln am Körper und so. Ich habe gedacht, oh Gott, das ist jetzt los. Naja, auf jeden Fall essen wir dann wenig so Sauerkraut und das muss ich mir dann eben aus dem Biomarkt einfach mal so ein
Becher holen. So eine Kelle selber kaufen. Ja, genau. Früher gab es das ja beim Metzger, die hatten das im Fass und da konntest du immer deine abgepackte Portion, also konntest du sagen, wie viel du wolltest, nur eine Handvoll oder für drei Leute oder so, ja, genau. Ich Ja, habe also. hier den besten Metzger aus Berlin um die Ecke am Karl-Marx-Platz. Der ist Blutwurstmanufaktur, nennt sich das. Der hat das geilste Fleisch, ne? Also, und der natürlich auch so Kartoffelsalat, Krautsalat, all solche Sachen, auch eben da, die du dazu Selber so gemacht. brauchst. Okay. Ja, cool, sehr cool. Ja, Also, cool. was ist genau deine Frage? Was macht die rechtsrinnende Milchsäure? Genau, wie kann das sein, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Arzt gegangen wäre, hätte der mir Blutverdünner gegeben oder sowas, Das ist keine Ahnung. wahrscheinlich. Ja, Blutdrucktabletten, keine Ahnung. Hast du den wie gemessen? mein Blutdruck ist okay, also ist optimal, habe ich jetzt hier, ich habe das hier so auf der Uhr, ich weiß nicht, ob Ja, das richtig ist, naja. aber da habe ich mich ja schon gewundert, warum ist der optimal, ne? Ja. Ja, also die Frage war ja erstmal, kann ich so weitermachen? Rauchen, saufen, kein Sport, wenig Sex oder viel oder ich weiß nicht mehr, hast du überhaupt von Sex gesprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie man so sagte, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Also grundsätzlich muss ich dir nicht erzählen, dass Rauchen, Saufen, ungesunde Ernährung, wenig Sport, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass das grundsätzlich erstmal nicht gesund ist. Ist ja logisch. Also darüber Ja. ganz klar. Alkohol sowieso. Also Alkohol ist ja in ganz vielerlei Richtungen einfach auch ungesund. Also ganz abgesehen von allem Körperlichen. Alkohol ist eine einengende Droge, deswegen ist sie auch erlaubt, während bewusstseinserweiternde Drogen verboten sind. Ja, das muss man einfach mal wissen. Und das Problem ist, Alkohol öffnet tatsächlich diesen dunklen Energien die Tür. Jedes Mal, wenn man betrunken ist, lädt man quasi alles dämonische, dunkle, unvorteilhaft bringende Energien in Form von auch Anhaftungen, die man haben kann, zu sich ein. Also je weniger Alkohol, desto weniger ist man da mal gefährdet, sich so eine Kacke anzuziehen. Also auch rein energetisch, also von allem Körperlichen mal abgesehen so. Und sicherlich, je mehr du natürlich ungesund lebst, umso mehr musst du immer wieder dagegen. Genau, Dein und Gift steuern, ja? irgendwann geht es dann gar nicht mehr, ne? Also kann ich mir also auch gut Irgendwann geht es vorstellen. dann gar nicht mehr, ganz genau. Ja. Jetzt bist du natürlich auch schon in Anführungsstrichen älter geworden und Darfst du lebst ja ruhig immer noch, sagen. ne? Also du lebst ja immer noch. Also ich möchte immer wieder betonen, wie viel Potenzial der Körper in seinen Selbstheilungskräften eigentlich hat, ja? Und das sieht man an dir. Wie lange rauchst du, wie viele Jahre? Seitdem ich 14 bin, glaube ich. Also, Ich 40 habe schon mal ein Jahr Jahre? zwischendurch aufgehört oder zweimal habe ich es geschafft aufzuhören, aber ich habe jetzt aufgegeben. Ja, also über 40 Jahre auf jeden Fall, ne? So, Alkohol trinkst du wie viele Jahre? Also jetzt nicht jeden Tag, aber. Auch seitdem ich Oha, okay. rauche. Also auch 40 Jahre, ja. So. Also ich würde mal sagen, mein Körper müsste sich eigentlich dran gewöhnt haben. Ja, aber letztendlich, was ich Ja. sagen will, ist nicht, dass ich das befürworte, natürlich nicht. Aber ich will damit auch sagen, wenn man es jetzt nicht exzessiv, ja, kann der Körper das ewige Zeiten aushalten. Ich habe früher in Essen, wer aus Essen kommt, der kennt vielleicht den Brenner, das ist eine ganz bekannte Kneipe in Rüttenscheid. Da habe ich lange gekellnert und der Chef heißt Franz. Und der Franz, jeden Abend, kein Scheiß, jeden Abend war der besoffen. Jeden Abend, ja, weil der hat viel geknobelt, der hat mit seinen Gästen angestoßen, der hatte jeden Abend ein Sitzen, wirklich jeden Abend, ja. Und dann haben die einen Monat im Jahr hatten die irgendwie zu, da haben die Urlaub gemacht in Miami oder was, ich weiß nicht, ob die ein Haus hatten, keine Ahnung. Da hat er tatsächlich Abstinenz getrieben, also nichts getrunken und die restlichen 11 Monaten im Jahr, bis auf den einen Tag Immer in der Woche. Vollhacke. Zu hatten, immer, ich meine, der war jetzt nicht besoffen zum Umkippen, aber der war jeden Abend, hatte der Alkohol getrunken und nicht wenig. Ich war jetzt irgendwie letztes Jahr mal im Brenner, nach 27 Jahren, die ich da eigentlich nicht mehr war. Der Mann lebt immer noch. Der arbeitet jetzt nicht mehr jeden Tag da, weil seine Söhne haben den Laden übernommen. Der arbeitet aber noch, ist genau noch so lustig wie früher. Ja, und hatte wieder ein Sitzen am Abend.
Ich will das nicht beschönigen, natürlich nicht. Ich will nur sagen, also Krankheit entsteht nicht, auch nicht dann, wenn ich dauerhaft 40 Jahre rauche oder 40 Jahre Alkohol konsumiere. Wir kennen alle Helmut Schmidt, den es früher in keiner Sendung gab ohne Zigarette. Selbst als Rauchverbot in den Fernsehen schon war, der ist ja hat nicht er aufgetreten. Gesagt, ich komme nur, wenn ich rauchen darf. Wenn ich nicht rauchen darf, komme ich nicht. Meine Mutter, die hat früher auf dem Presseball, war die so Hostess. Und da hat, also nicht falsch verstehen, also heute ist da ja was anderes mit gemeint. Also damals, also ganz normal irgendwie, die war da, Bedienung war sie auch nicht. Also ist auch egal. Auf jeden Fall, die sagt, die beiden, also seine Frau Loki, die haben eine Zigarette an der anderen angemacht. Ja, also die eine war fertig, dann haben sie die nächste genommen und mit der Kippe die andere angemacht, ne? Teilweise. Und wie alt ist der Mann geworden? Auch fast 90 oder so. Nee, über 90 ist er, glaube ich. Ja, 91, 92, ja, aber egal. Ich habe gestern auch so ein Video gesehen, da haben sie auch so einen 100-Jährigen interviewt. Da hat ein Typ hat gesagt, ja, was denkst du, warum du so das ist nicht jeden Tag ein Bier. Jeden Tag ein Bier, mindestens. Ja. Also höchstwahrscheinlich ist es nicht das eine Bier, was in deinem Leben oder so lange alt wird. Was ich damit nur sagen will, ist, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, ob du gesund oder krank bist. Es ist dein Mindset, es ist deine Umwelt, wo du lebst. Also bist du gut mit den Menschen, mit denen du zusammen bist? Hast du Freude? Lachst du? Ja, also ich glaube, das sind so die Ausschläge. Ich kenne Menschen, die sind so dick und die sind trotzdem alt geworden. Die haben nie irgendwie, ja, die haben ein bisschen Bluthochdruck, aber irgendwie leben die und die werden auch 80, weißt du so, und dann schmelzen sie plötzlich und irgendwann sterben sie dann, ja. Also ich will damit nur sagen, wir sollten auch gerade in dieser Gesundheitsbranche, ob jetzt Heilpraktiker, Gesundheitsberater, Ärzte sowieso, wir sollten unseren Kopf mal öffnen für all die Faktoren, die zur Gesunderhaltung beitragen. Es gibt einen, ich weiß nicht, heißt der nicht Watzlaw oder so ähnlich? Der hat mal damals sich beschäftigt mit Salutogenese. Also der hat nicht gefragt, woran werden wir krank, sondern was hält uns eigentlich gesund? Saluto ist die Gesundheit, Genese ist die Entstehung. Also wie entsteht Gesundheit? Ich bin der Meinung, Gesundheit muss nicht entstehen. Gesundheit ist immer da. Da hat die Anita meine super Meditation gemacht. Kann ich gerne verlinken hier. Ja, die heißt, Gesundheit ist immer da. Genau, Gesundheit ist immer da. Weil das ist so. Gesundheit ist unser Grundprogramm. Unsere Blaupause ist, wir funktionieren. Wir haben sogar Stammzellen, ja, die immer wieder darauf achten, dass wenn Zellen aus gewissen Gewebesorten, also aus gewissen Geweben kaputt gehen oder nicht mehr gut arbeiten, dass sie eine Stammzelle dahin schicken, die sagt, okay, was bist du für eine Leberzelle? Alles klar, wupp, ich werde eine Leberzelle. Ja? Und dann wie frische neue Zellen bringen. Du musst auch wissen, deine allerälteste Zelle im Körper ist wie alt? 7 Jahre. Genau, hast du gut aufgepasst. In yes, ich bin auch immer. Kleiner Streber. Die älteste Zelle im Körper ist 7 Jahre. Also wieso sehe ich nicht aus wie 7 Jahre? Ja, ich möchte auch nicht aussehen wie 7 Jahre, danke dafür. Aber ja, nur mal zum Wissen, warum kann mein Körper so altern und so krank werden? Das hat was mit ganz vielen Dingen zu tun. Also mit natürlich ist es einfacher mit bisschen, also moderatem Sport, kein Sportaholic, ne? Nicht ständig irgendwie Marathon laufen, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Plan. Wobei es bei Menschen ja auch aufgeht. So, also moderater Sport, moderat gesund essen, moderate Idee, auch mal Alkohol zu konsumieren, also mal ein Glas Wein zum Essen oder auch zwei, bumm, ja, oder mal ein Bier oder so. Die Frage ist ja immer, die Dosis macht das Gift und bei jedem ist die Toleranzgrenze auch ein bisschen anders. So. Also, was hält uns gesund? Es ist meines Erachtens nach, wie glücklich du bist. Wenn du immer unglücklich bist, kacke im Job, kacke in der Beziehung, kacke mit den Nachbarn, kacke in der Familie, ja, dann ist auch kacke. Wenn du aber so wie ein Franz irgendwie seit, weiß ich nicht, 50 Jahren verheiratet bist und erträgst deine Frau einigermaßen im Schlaf, ja,
weil die haben ja auch ihre Themen gehabt, ist ja logisch, ist ja normal. Aber hat jeden Abend Spaß, das ist sein, der blüht da in seinem Brenner, da blüht er, da brennt er einfach auf, ja? So, verstehst du? Und wenn es das ist, dann kannst du so vieles tragen im Leben. Also ich habe gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Kollegen, also tatsächlich kann ich ja sagen, einen Arztkollegen, mit dem ich damals die Zellsymbiosis-Therapie-Ausbildung gemacht habe, wo ich im letzten Video ja auch den Dr. Kremer ein bisschen mal einbezogen hatte. Da hatten wir beide unsere Ausbildung gemacht. Der Rudolf Bolzius heißt der, der ist bekannt als der Mitochondrien-Doktor. Da hat er sich damals nach der Ausbildung hat er gesagt, ja, die Mitochondrien, Schnittstelle von allem A und O. Und der ist jetzt so, der ist auch jetzt nur noch online unterwegs und macht so also der hat sich sehr auf Erschöpfung spezialisiert, ja. Und deswegen, und der sagt auch, du musst den Leuten nicht noch ein Nahrungsergänzungsmittel und noch ein Probiotika und noch ein dies und noch ein das, ja. Sondern natürlich Ernährung hat alles was damit zu tun. Aber wenn dein Mindset verwurschtelt ist und wenn du nicht glücklich bist, wenn du einen Job hast, der dir jeden Tag mehr Energie kostet, als er dir Kohle hinter am Ende des Monats aufs Konto wirft, dann brennst du aus. Das ist genau das. Wir brennen aus. Deswegen heißt das auch Burnout, ja. Und diese Mitochondrien, die dann nicht mehr funktionieren, weil, und da sind wir wieder bei diesem 5 ist ein Team und auf dem 5. Element kommt diese Frequenz. Und wenn diese Frequenz eben entweder nur Ehestress oder nur Jobstress oder nur Stress mit den Nachbarn oder nur Family-Stress, was weiß ich, Mutter, Vater, impfen, nicht impfen, whatever, jeder da seine. Ja, genau. Ja, also wenn dein Leben nicht glücklich ist mit Menschen, mit denen du zusammen bist und egal ob Job oder Familie oder Nachbarn, dann änder es verdammt nochmal. Änder es, weil das ist deine höchste Pflicht. Also entweder wirst du wie ein Lotusblatt und dich greift das nicht mehr an, aber das können die wenigsten. Die wenigsten sind in so einem Zen-Zustand und sagen, ja, die sind alle auf ihrem Entwicklungsweg und ja, verstehst du? Natürlich nicht. So, dann änder es, weil nur wenn du dein Environment, dein Umfeld mit den Bewertungen, die du da drauf hast, klar hast, dann machst du ja selber Frequenzen. Wir sind ja auch ein frequenzisches Wesen. Und diese Frequenz geht eben auf den 5. kleinen Jungen da in der Atmungsketten-Fünfer-Team und speist das auf das Mitochondrium. Ja? Das ist das A und O. Jetzt wenn dann, du kannst die gesündesten, letzter Satz, du kannst die gesündesten Mitochondrien haben. Wenn der hier nur Kacke als Energie aufgespült bekommt, wirst du auch krank. So ist das einfach. Ja. Jetzt hatte ich gestern auch ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt auf Malta. Da habe ich so ein Erstgespräch geführt, umziehen nach Malta, Residenz verlegen. Das war sehr positiv, ne? Das kam natürlich auch noch dazu. Ja. Also ich habe gleich einen Monat Malta gebucht. Erstmal gucken, ich war ja noch nicht da. Ja. Und günstig, ne? Also ein Airbnb kostet für einen Monat 1200 Euro. Richtig schönes, altes Haus, so, ne? Direkt am Meer. Und Flug kostet 200 Euro. So, kannst du ja mal hinfahren. Ja. Und Steuererklärung und solche Sachen. Einmal im Jahr zahlst du 5000 Euro. Thema erledigt. Da hast du nichts mehr. Ich gehe da auch hin. Du zahlst einmal 5000 Euro. Da hast du alles erledigt. Ja, ja, also was ich auch weiß, ist, ich kenne jetzt viele Menschen, die ausgewandert sind und irgendwas ist immer. Also, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also, dass wir darüber nicht reden müssen, was hier in Deutschland gerade abgeht, ohne dass wir jetzt geblendet werden auf YouTube. Aber da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Immer wegzulaufen ist, kann man machen, wenn man, vor allen Dingen, wenn man auf sich selber Acht geben möchte. Da bin ich ganz dabei. Nur ich weiß von vielen Menschen, die ausgewandert sind, ist auch nicht alles, weißt du, so genau. Deutschen, wir sind doch tatsächlich echt so außergewöhnlich und wir müssen uns an so super tiefen, entspannte Mentalitäten auch erstmal gewöhnen und ich sehe das ja, ich weiß das, wenn ich in Abu Dhabi war, wenn da irgendwas mal bei meinem Mann, weiß man, war mal in der Wohnung irgendwas und dann sagt er, ja, das kann ich jetzt gerade nicht reparieren, ich muss da eben was holen, so 10 Minuten, 15 Minuten, ja, nach 2 Stunden habe ich den mal angerufen, wie lange bei dem mal die 15 Minuten dauern, dann sagt er, ja, ich komme dann in einer halben Stunde, dann kam er am nächsten Tag, also kein Scheiß, wirklich so, daran musst du, und jetzt pass auf, jetzt ist ja Folgendes,
krank macht dich sowas, wenn du dich darüber aufregst? Genau. Es ist immer eine Sache der Bewertung. Wie bewerte ich was? Ja? Und wenn ich sage, ist ja lustig, die Araber oder hier in dieser Welt, das war ja gar keiner, der war ja aus, keine Ahnung, Filipino oder so. Die Welt auf der einen Seite ist komplett anders, als wir das gewohnt sind. Wie lustig, und ich bin gerade Gast ja hier im Land, ich kann das ja eh nicht ändern, dann ist gut. Wenn Ja, man du sich dann musst. aber darüber aufregt und daran festhält und dann nach 2 Jahren immer noch drüber redet, so wie ich, ist eher nicht gut. In China heißt ja tomorrow irgendwann in der Zukunft. Ne? Das ist, ich Das sag ist ja, schön, du, ja. der hat doch gesagt, der kommt morgen. Nee, nee, tomorrow heißt hier Irgendwann mal. irgendwann mal, ja. In der Zukunft. Ja, auch Also das. nicht in der Vergangenheit, kommt auf keinen Fall. Ne? Nein, Das haben wir schon super, das ist gut zu verstanden. wissen. Ja, nee, also Deswegen, Sabine, das ist so eine Sache. jetzt nochmal, um das jetzt nochmal so ein bisschen, also was heißt übersäuert und nicht übersäuert und wie kann das sein, dass das auf einmal weg ist, nur mit ein paar Tropfen? Die schmecken ja so ein bisschen wie Chlordioxid, ne? So, wenn du das mit dem Wasser mischst, ne? So ein bisschen, ne? Nein, Also die schmecken wie schon. extrem sauer. Eigentlich sind sie nicht sauer. Ich finde eher, dass sie so Okay. wie Essigessenz schmecken oder so, also sauer. Aber Sind es ja auch. ist ja auch eine Säure, ne? Und ich habe das auch an die Finger gekriegt. Das war keine gute Idee. So, Nein, das deswegen klebt muss man in. das auch mit viel Wasser verdünnen, da tatsächlich ganz genau. Du, ich weiß nicht. Also ist schon außergewöhnlich, weil die Idee der rechtsrinnenden Milchsäure ist ja, diese tiefe Gewebsentsäuerung zu machen. Und das dauert im Normalfall 3 bis 4 Wochen, wenn man täglich 3 mal 20 Tropfen in Wasser aufgelöst oder verrührt oder gemischt nimmt. Ja. Vielleicht, also was man ja immer sagen muss, rechtsrinnende Milchsäure machen ja auch unsere Darmbakterien, ja? Und der Darm mit seinen 7 Metern, der ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Ja? Ich habe das in dem Vortrag ja auch gesagt, wir leben in einer Symbiose mit den Darmbakterien und das Problem ist, mit vielen Dingen, die wir einnehmen oder auch mit Antibiosen, die wir eventuell mal zwischendurch auch nehmen müssen. Also ich meine, ich sage ja nicht, Antibiotikum ist schlimm. Antibiotikum ist nur schlimm, wenn der für Furz und Feuerstein verschrieben wird, ja. Also sicherlich hat sich höchstwahrscheinlich super schnell dein Darm gefreut, weil da ist ja Ja, das habe ich heute Morgen das gemerkt. erste, genau, das erste, wo es ankommt, ist im Darm. Und da schreien alle, die wenigen rechtsrinnende Milchsäurebakterien, produzierenden Bakterien, schreien, yeah, wir haben Unterstützung, ja. Kann natürlich sein, also das ist das Einzige, was wirklich relativ schnell geht, also innerhalb von Stunden sozusagen, weil das ja innerhalb von Stunden dann auch durch deinen Darm geht. Und wie du schon sagst, am frühen Morgen merkst du das, ja. Ansonsten alles, muss ich auch immer wieder sagen, alles auf diesem Planeten hat einen Placebo-Effekt. Punkt. Das müssen wir uns einfach eingestehen, weil letzten Endes sind wir ja Schöpferwesen, also mit unserem Gedanken machen wir alle unsere Realität, alle, auch die im Körper. Ja? Also das ist ja zum Beispiel was, was ich sage, wenn ich mal, Gott behüte, aber wenn ich jemals Krebs kriegen würde, ich kann überhaupt gar keine Chemotherapie nehmen, weil ich weiß, die bringt mich sofort um, weil das so eingepflanzt ist in meiner Birne. Die würde mich, ich glaube, die Nadel wäre noch nicht da, da würde ich wahrscheinlich meinen letzten Atemzug machen, so ungefähr, ja? Ja, du hast Und ja so ist Glück. natürlich auch andersrum. Wenn einer meint, das ist das Ding, was mir hilft, dann bringt es ihn zumindest einen ganzen Schritt weit. Weißt du, wie ich meine? Na? Also alles hat ein Placebo oder auch ein Nocebo. Und deswegen habe ich mir auch, ich habe das früher auch gemacht. Man sieht das ja in der letzten Präsentation, die ich gemacht habe, über Säurung. Das war ja auch aus einer Algenpräsentation ein bisschen neu aufgepimpt. Diese Folie mit den ganzen Vergiftungsmöglichkeiten, wo da ein nach dem anderen aufpoppt, die habe ich immer genommen, weil, na klar, damit machst du natürlich auch, also ich meine, ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, um Leuten Angst zu machen. Für mich war das eher, ja, ich will denen das Bewusstsein mal schärfen, ja. Aber auf der anderen Seite ist es, deswegen gehe ich die heute ganz schnell durch. Früher habe ich dazu jedem irgendwas 20 Minuten lang erzählt, ja. Aber das habe ich verstanden, das ist auch Nocebo, ja. Also ich bin der Meinung, und da gibt es doch, ich sage das immer wieder, ich weiß nicht, wie die heißen, sind das Mormonen oder so?
Es gibt irgend so eine Gruppe, so eine Gruppierung, ich meine in Amerika, die können Strychnin trinken und sich von den giftigsten Schlangen beißen lassen, deren Meister. Die sind von Kindheit an, von kleinst an erzogen worden. Sie sind die Krönung der Schöpfung. Und ihre Schwingung ist das höchststärkste, was es gibt. Nichts geht über sie. Und egal, was ihnen zustößt, es ist ihre Fähigkeit, das überhaupt nicht an sich ranzulassen. Ja? Also die trinken Gift pur und es passiert nichts. Sie lassen sich von der Giftschlange beißen und es passiert nichts, weil in ihrem Kopf ist, es gibt nichts Höheres als mich. Also das hat nichts mit Ego zu tun, es gibt nichts Besseres als mich oder so, Ja, sondern nee, ist schon es klar. gibt keine Schwingung, die mir etwas anhaben könnte. Und wenn du das zu 100% glaubst, und jetzt kommen wir noch mal kurz, ich weiß, manche Leute wollen es nicht hören, aber Jesus hat genau das erzählt. Der Glaube versetzt den Berg. Wenn dein Glaube so groß wäre wie ein Sandkorn, würde der Berg weg sein. Ja? Aber wir glauben einfach nicht. Wir können uns einfach nicht vorstellen, dass das so ist. Und wenn wir auch nur ein Muckelsäckele Zweifel haben, ist der Glaube nicht da. Weil dann ist es eine Annahme, eventuell höchstwahrscheinlich, aber Vielleicht doch naja, so nicht. 1% könnte es auch nicht sein. Bumm, verloren. Du musst 100% haben. Wenn du 100% glaubst, geht das auch alles. Und deswegen gehen Menschen auch durch Mysterienschulen und auch so ein Jesus hat ja viel in seiner zwischen 12 und wann ist er zurückgekommen mit 27 oder so. Da ist er in aller Herren Länder gewesen, inklusive Tibet und Ägypten und weiß der Geier und hat ganz viele Dinge gelernt. Und natürlich musst du das trainieren. Das ist wie diese Sache mit dem Parkplatz, ja? Ich manifestiere mir einen Parkplatz. Aber mit dem Parkplatz geht das. Und dann wirst du ein bisschen, ah ja, mit dem Parkplatz geht das. Okay. Dann machst du den nächsten Step, ja? Da Und fällt die mir meisten hören gerade. aber dann irgendwann auf, weil wieder irgendwas dazwischen kommt. Du musst natürlich in Konzentration bleiben. Und das meine ich. Die sind von klein auf, sind diese Menschen da erzogen. Nichts steht über dir, außer Gott vielleicht noch. Und das war's, ja? Und das ist irre. Das heißt also, überleg mal, zu was wir fähig wären. Deswegen, Nocebo, Placebo. Ja? Wenn du jetzt sagst, ey, rechtsrinne Milchsäure, super, und du nimmst dir jetzt ein paar Wochen, wirst du sehen, wie dein Körper damit Ja, aufgeräumt. einfach jetzt warte ich auch mal ab. Es kann ja auch sein, dass es morgen wieder anders ist. Aber was du auch gerade sagst, der Alexander Rack, der hat ja bei mir im vorletzten Kryptoalarm die Kaffeetasse Ja, gewonnen. Ne? das war auch so ein Ding. Ja. Das ist aber auch, weil sich bestimmt viele, die zugeschaut haben, gewünscht haben, dass er jetzt auch mal eine Tasse gewinnt. Und ich sage dir noch was, Sabine. Ich weiß nicht, ob du den von dem Bühner gesehen hast. Bühner Invest hat den nächsten Zoom-Call gemacht mit dem Alexander Rack. Ja. Und Alexander hat gesagt, ich möchte auch mitmachen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich heute gewinne. Und er hat da ja, kennst du diese Glücksräder, ne? Sowas, ne? Und das ging so klack, 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 Alexander Rack, ne? Hat wieder Ist ja gewonnen, ne? witzig. Ja, genau. Ja. Ich glaube auch, dass Finde viel den so in. Alexander eh hochspirituell. Ja, das ist. Ich glaube, der sieht sich gar nicht, noch gar nicht so. Ne? Nee, Ich nee, hab, nee, nee, nee. Für den ist das ne. so ein ganz natürlicher Zustand. Ja, ich weiß jetzt, dass ich gewinne und der weiß auch wahrscheinlich, wie man so Firmen zum Gewinnen bringt. Das hat er Natürlich, ja natürlich. massenweise gemacht in seinem Leben. Aber das ist es, Mindset. Mindset ist Ja, das ja. A und O. Deswegen, und natürlich ist, wenn man irgendwelche Sachen mitnimmt zur Hilfe, also ich meine hier zum Beispiel Flasche, Lumi, Vite, ja, der Wasserstoff, ganz klar, kannst du das messen, was molekularer Wasserstoff im Körper macht. Dann haben wir die Frequenzen oben, das kannst du sogar auch messen, alles klar. Und gleichzeitig ist aber, je mehr du für dich auch sagst, diese Flasche, dieses Wasser daraus ist für mich beitragend, umso beitragender ist das. Alle, die skeptisch sind und sagen, ja, das glaube ich jetzt Kann auch nicht erstmal nicht, sein. ja, die werden sich die eigene Chance verbauen. Das ist auch, um da mal so umspannend zu sein, das ist auch das, was ich bei Profit Wallet sage. Ich habe gar keinen Bock, dass zu mir Menschen in meine Downline kommen, die skeptisch sind und nur darauf warten, dass dieses Ding zusammenbricht. Bleib zu Hause, geh in ein anderes Projekt, leg dein Geld in Bitcoin ein, whatever, aber Ja, komm bitte nicht in meine Downline, nicht in mein genau, Team. ganz Ich genau. möchte Menschen haben, die an dieselbe Sache glauben. Und dann kann die Absolut. groß werden. Ich meine, da gibt es Quanten
physikalische Studien darüber, dass Experimente so ausgehen, wie der Experimenteur es erwartet. Deswegen gibt es ja nicht umsonst Doppelblindstudien in der Medizin. Doppelblind heißt, der Patient weiß nicht, ob er das Placebo oder das echte Medikament bekommt. Und der Arzt oder der Verordner weiß es aber auch nicht, weil selbst wenn der Verordner wüsste, das ist das Placebo, könnte es nachteilig sich auswirken für den Ja, Patienten. Und absolut. dann frage ich Wahnsinn. mich immer, warum der Placebo-Effekt so schlecht gemacht wird. Ja, Ganz ist ja genau. nur Placebo. Alter, der ist gesund geworden. Ist es nicht scheißegal, warum? Nein, kann nicht sein. Warum Zufall. wird darauf eigentlich mal nicht Wert gelegt? Warum macht man da nicht mal was draus? Aber mit Placebo kannst du eben kein Geld verdienen. Mit jemandem zu trainieren, dass er der die höchste, kräftigste Schwingung in seinem Body ist hier und ihn nichts anhaben kann, weder Chemtrails noch LKWs noch Zahnmetalle noch XYZ, ja, so. Also, warum legen wir da eigentlich nicht mal Wert drauf, ja, das mal zu trainieren? Aber damit kannst du kein Geld verdienen, weder als Pharmaindustrie, noch als Heilpraktiker, noch als Lumidité-Verkäufer, noch als Root, noch als whatever. Das muss man Ja. einfach auch mal klar so sagen. Ja, stell dir mal vor, ich wäre jetzt aber bei dir Patient gewesen. Ich wäre zu dir gekommen, du hättest gesagt, ja, komm, iss mal Gurken und nimm Und hier dann wärst du das Zeug. glücklich und hättest es anderen erzählt. So läuft das Und Weltenspiel du nicht wahr? hättest wieder kein Geld verdient, oder wie? Nein, Nee, du, aber. aber naja, Moment. Mein Credo war als Heilpraktikerin mit eigener Praxis auch immer schon folgende. Ich wollte Menschen niemals dauerhaft als Patienten binden. Weil ich gesagt habe, wenn ich dich dauerhaft als Patient binde, dann habe ich ja gar Bin keinen ich aber Vorteil. nicht Also gut. dann Ja, habe ich dir doch gar nicht geholfen. Ich finde es viel toller, du gehst nach 5 Wochen Therapie oder Idee mit mir oder was auch immer, gehst du raus und sagst, boah, bin zwar nicht gesund, weil bei chronischen Krankheiten von 20 Jahren ist es ziemlich schwierig, aber zu sagen, hey, jetzt geht es mir vielleicht gut, seitdem ich bei ihr war. Ich gehe jetzt nur noch, keine Ahnung, einmal im Quartal zu ihr oder so, ja? Ja, klar. Das ist doch mega. Also ich bin doch angetreten, um zu unterstützen, dass Menschen in ihre Heilung kommen. Ich bin doch nicht angetreten, um massenhaft Menschen in meiner Praxis zu haben, die 25 Jahre kommen müssen. Ciao. Ja, also Patientenbindung fand ich immer schon kacke, weil wenn ich meinen Patienten binden muss, dann helfe ich ihm doch nicht. Ja. Ja, genau. Und in China ist das wohl anders, das Gesundheitssystem. Da kriegst du nur Geld, wenn du jemanden gesund gemacht hast Ja, oder das war so. mal beim Kaiser, das ist jetzt Ja, nicht das mehr ist so. nicht mehr eine. Die sind schon sehr westlich in ihrer Medizin, leider. Genau. Die haben sich das auch wegnehmen lassen. Ja. Aber das war so. Der Kaiser, des Kaisers Leibarzt, der ist tatsächlich auch nur am Leben geblieben. Ich glaube, die Ach haben so, ihn. den hätten sie umgebracht, wenn der nicht gesund wird. Ja, Ja, das weiß ich klar. jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist er tatsächlich bezahlt worden nach Erfolg und nicht nach, ich bin einfach mal da, genau. Ja, genau. Ja, ist auch richtig, ne? Ja, vom Prinzip, also stell dir vor, das würde heute noch gemacht, da würde die Pharmaindustrie wenig Geld verdienen. Und ich will nicht sagen, dass alles driss ist. Also wenn jemand eine Bauchfellentzündung hat, eine Sepsis hast und du hast kein oder eine tiefe Lungenentzündung und du hast kein Antibiotikum, dann ist die Gefahr, dass jemand stirbt, sehr groß. Also ich will überhaupt nicht sagen, oder Histamin, anaphylaktischen Schock ohne Cortison im, ja, oder mal auch Adrenalin beim Herzstillstand, all solche Geschichten. Wundervoll, Akutmedizin möchte ich nicht darauf verzichten. Was weiß ich, komplizierter Splitterbruch, da hättest du früher den Rest deines Lebens so ein Ärmchen gehabt, ja. Heute richten sie dir alles und meistens ist es noch einigermaßen funktionsfähig. Super sensationell. Aber für chronische Krankheiten haben sie einfach nichts im Kästchen. Punkt. Punkt. Da wird nur Symptome unterdrückt. Sie sehen Heilung nicht als Chance, sie sehen das Symptom nicht als Wegweiser. Und das ist das große Dilemma. Ja. Und dazu gehören alle Dinge mit: Übersäuerung, richtiges Essen, moderater Sport, wenig von Toxinen, wenn es eben geht, gutes Wasser, Entgiftungsleistung anregen, all diese ganzen Geschichten. Ja, das gehört dazu. Vor allen Dingen in dieser Welt, die halt viele Stressfaktoren hat. Wir haben so viel Stress. Und dieser Stress lenkt immer ab von unserem hohen Schöpferwesen sein, weißt du? Und ob der Stress jetzt ist, Politik, Steuern, Land, bla bla blub, AfD oder nicht, yeah, und jetzt mal nochmal den, den Algorithmus angeregt von YouTube. Nein, aber verstehst du, ich meine, das ist diese
Das ist einfach alles nur Stress für den Körper. Und deswegen, ich habe mich aus diesen ganzen, auch diesen ganzen Medien rausgezogen, weil auch das ist Stress, das macht Radikale, das macht Sauerstoffradikale, das schwächt das eigene Immunsystem. Ja, und ja, also ich sage nicht, wir müssen zurück in die Höhle, definitiv nicht. Ja, aber wir dürfen darauf achten, wie wir uns bewegen, wo wir uns bewegen, mit wem wir uns bewegen und vor allen Dingen, was wir denken und wie wir bewerten. Das ist das A und O. Der Glaube versetzt den Berg. Jetzt wärst du ja fast von den rechtsdrehenden Gewürzgurken weggekommen, Ja, ich kann da tatsächlich nicht sagen, dass eine Einmal- oder Zweimal-Einnahme jetzt da der große Hype ist. Also tatsächlich ist die Idee, wie in dem anderen Video erklärt, 3 bis 4 Wochen Einnahmen, um diese Herxheimer-Reaktion zu bekommen, dass die Säuren aus dem tiefen Gewebe sich ins Blut wieder versammeln, um ausgeschieden werden zu können. Tja. Aber schön, wenn es, vielleicht war es irgendwas mit Darm. Warte mal ab, was noch? Mach das mal 3, 4 Wochen und dann können wir uns ja wieder treffen im März und schauen, was es macht. Ob es wirklich so ist, ne? Also das ist unglaublich. Ich fühle mich so voll fit. Ich hatte auch schon gar keine Lust mehr, spazieren zu gehen oder überhaupt rauszugehen. Ich war eigentlich, glaube ich, sterbe bald. So habe ich mich gefühlt. Ne? Echt jetzt. Okay. Also ist jetzt das Ende meiner Zeit. Vielleicht lebe ich noch ein paar Jahre oder so. Also So ist jetzt das Ende vom Sterbeprozess, jetzt fangen wir nochmal neu an. jetzt nochmal. Ich bleibe noch ein bisschen da. Okay. Yeah. Ja, in dem Ich Sinne, freue mich. also die ja, relevanten Videos, die hängen wir einfach hinten dran. Kannst ja mal gucken. Das erste, zweite, dritte Video jetzt, ne? Und wichtig eben auch, weil das haben wir ja auch schon im vorhergehenden Video gesagt, finanzielle Gesundheit tut natürlich Alles auch gehört total alles gut, ne? zusammen, ganz genau. Ja. Deswegen gehe ich ja damit. Also, auch wenn Leute immer wieder sagen, jetzt hängst du damit an, ja, aber das gehört Nee, dazu. Krypto. Ja, aber das gehört einfach dazu. Ja, mal. Wenn ich immer wieder an der Armutsgrenze irgendwie lebe und nur mein Überleben gesichert ist, das ist auch Stress im Körper. Das macht krank. Punkt. Das habe ich jahrelang gehabt. Viele Ja, genau. Jahre. Ja, Immer sicher. nur bis Ja, Jaunitis gerade also wie bezahlt, man sagt, vom ne? Hand in Hand den im Mund, weil Mund. nie ist was übergeblieben. Genau. Ja, und also da kannst du mir nicht erzählen, dass das gesund ist. Weil Ja. es Stress macht und Stress macht krank. Punkt. Stress macht Übersäuerung, Stress macht krank. That's the way. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Sabine. Ich wollte eigentlich nur Also, ein ganz kurzes Video machen. Anti-Stress. Ja, ist aber auch eins unserer kürzesten jetzt. Ja, genau. In Okay. dem Sinne würde ich sagen, schönen Dank fürs Zuhören. Wir sagen wie immer, gehabt dich wohl und Und Namaste. Namaste. Bye bye.